Voll. Gut. Ich stock bloß gerade meine Holzvorräte wieder auf. Ah, hier ist wieder so ein böses Land mit Tentakeln. Ja. Ist das die gleiche Karte wie vorher oder zumindest? Du hast eigentlich immer dieselbe Karte. Es sei denn, du machst halt eine neue Welt auf. Okay, gut zu wissen. Das macht dann auch diesen dieses Wiederspielteil irgendwie besser dann halt. Meinst du den Wiederspielwert? Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich wollte die Wiederspielmotivation sagen. Okay. Verstehst du, ne? Ja. Wieder ein Speer rausholen. Im Moment bin ich noch auf der Suche nach Steinen. Nach ein paar Steinen. Schade. Na gut. Weiter erkunden, hier müssen irgendwo Spinnen sein, die will ich mir holen. Oh, die Tentakeln kommen aber ziemlich schnell. Genau, das Zeug will ich nämlich haben. Dafür esse ich jetzt auch das Ei. Vielleicht gehe ich ja einfach mal weiter. Kann ja sein, dass man hier noch was findet. Was wollte ich mir bauen mit den... Ich wollte mir irgendwas bauen. Habe ich jetzt irgendwie vergessen. Aha. Eigentlich bin ich ja auf der Suche nach einer Speedy Farm. Wo ist denn hier der Ausgang? Das ist ja eine Rieseninsel. Rieseninsel. Naja, hier ist der Ausgang. Wieder ein Nichts. Und wieder Caps Lock gedrückt. Es muss doch irgendwo Gold geben. Nein, Steinen gibt's ganz viel Gold. Und bei mir liegt sogar manchmal auf der Straße rum. Ja, wäre schön, wenn es hier bei mir auch rumliegen würde. Okay, auf der Insel war ich, glaube ich, noch gar nicht. Sieht wie eine normale Insel aus. Okay, Schweinemenschen. Vielleicht ist das die Schweinemenscheninsel von vorhin. Es sieht so aus. Ah ja, hier ist der Schweinekönig. Oh. Alter, der ist ja fett. Siehst du ihn zum ersten Mal? Ja. Alter, die Karte ist auch riesig, ey. Da müsste man ja im Prinzip, wenn ich weiter nach oben gehe, wieder zu dieser Steininsel kommen. Ich überlege gerade, was ich machen kann. Es gibt gerade nicht so viel zu tun. Hey, ich habe einen Stein gefunden. Ah, Gras. Gras ist eine gute Abwechslung. Was ist denn das da unten? Ah, ein Bison. Gut. Kann ich mir seinen Code holen? Die sind recht stark eigentlich. Ja, ich will mir aber. Ich will nur den Code haben. Mhm. Mehr nicht. Und dann droppe ich dafür die Dingens. Ich will wirklich eigentlich bloß den Code haben für eine Farm halt. Mhm. Ich glaube, ich baue mir dann auch gleich die verbesserte Farm, nicht so eine Speedy Farm. Ja. Sondern eine Ultra Speedy Farm, oder wie auch immer heißen. Ach. Die ganz krassen Dinger. Mhm. Und jetzt habe ich auch noch eine Aura. Eine Aura. Kein Gold. Ah, Gold. War doch da. Cool. Die Alraun schreien, wenn man sie isst. Hm? Hast du gehört? Ja, ich habe dich verstanden. Achso, weil hat sich eben so angehört. Als ob du mich nicht verstanden hättest. Ah, da ist wieder. Manu. Ja, ich kann mal ein bisschen Holz holen. So, einen noch, wenn es geht, ihr Riesenviecher. Ja, na los, gebt mir noch ein bisschen Scheiße. Na los, kackt mal so richtig in die Gegend, hier mal so richtig einen Haufen rein. Ich will jetzt. Da stehst du drauf. Nee, ich will bloß für eine. Na, ja, jetzt rausreden. Du stehst vielleicht drauf. Du bist Kropophil, ja. Genau. Du bist Kropophil, so, jetzt hast du es. Ja. Wenn ihr es doch wisst, was es heißt, ha! Naja. Das ist ja wohl offensichtlich. Ja, das ist es. Genauso wie, dass du es bist. Nein! Was passiert eigentlich, wenn man so ein Vieh angreift, so ein Büffel?
Dann bist du am Arsch. Dann greifen dich alle Büffel an, oder was? Das weiß ich gar nicht mehr. Hast du, glaube ich, gestern irgendwas erzählt von? Ich habe Büffel angegriffen, ja. Ich glaube, ich lasse es einfach. Das wäre ihm zu empfehlen. So, ich glaube, dann muss ich jetzt nur noch irgendwie herausfinden, wie man Kohle kriegt. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, nicht die Kohle. Die andere Kohle, Geld? Nein, auch, ja, die habe ich ja schon, Gold habe ich ja. Hm. Ja. Ich muss bloß noch zurück zu meinem Häuschen. Oder, naja, Häuschen, was heißt Häuschen? Zu meinem Lager. Ja. Häuschen wäre cool, wenn ich das hätte. Halt ein Pigman-Haus oder wie so mal, also halt so ein Schweinehaus. Die haben ziemlich schöne Häuser. Naja, was man so als unter schön verstehen kann. Ja. So schön sind die noch wieder nicht. Besser als gar kein Haus. Das ist richtig. Okay. Hungern tue ich auch noch nicht. Okay, es wird langsam Nacht. Wie kann die Tante hier eigentlich Feuer machen? Das interessiert mich am meisten. Würde mich auch interessieren. Kann man sich eigentlich die Steuerung angucken? Weiß nicht. Nee. Leider nicht. Waren noch nicht viele Einstellungen da? Nee, gab keine. Ich habe gerade geguckt, gibt keine Steuerungseinstellungen. Hm. Schade, schade, schade. Naja, da kann ja nicht so viel sein. Ach ja, die Vögel zwitschern in der Dunkelheit. Ist das nicht schön? Weiß ich nicht, ob du das schön findest. Ich müsste Bäume finden. Okay, gefunden. Ich werde erstmal wieder einen Abflug nach Hause machen. Jetzt warte ich bis... Okay, ich mache einfach ein Feuer. Schönes, wärmendes Feuer. Weißt du, wie lange wir aufnehmen? 2 Stunden. Vielleicht. Kannst du ja mal bei... Oh, kannst du ja noch mal kurz gucken. Wo denn? Na, bei Outer City einfach mal gucken. Ich nehme doch keinen Ton auf. Stimmt, Schande über dich. Schande über mich. Ich kann jetzt aber nicht einfach nach Outer City wechseln. Das geht ja nicht. Nee, das kannst du nicht. Aber ich glaube, es sind über 2 Stunden knapp. Ja, wir müssten... Naja, wir können ja noch ein bisschen aufnehmen. Ja, ja. Zeit ist noch ein bisschen. Hallo, Spinne. Schön, dass du mir nichts tust. Anscheinend sind wirklich fast alle Tiere friedlich. Selbst Spinnen greifen eigentlich an, wenn man sie nicht angreift. Oh, tagsüber? Tagsüber sind sie ja in ihrem Haus. Also nachts über jetzt? Ja, ich bin hier nachts. Ich stehe an meinem Lagerfeuer und die greift mich nicht an. Okay. Hey, wenn du von Fröschen angegriffen wirst, dann verlierst du ja Sachen. Mhm, die holen dir eins raus, irgendein Item. Bei mir war es immer Gras. Bei mir auch. Gut. Die mögen halt Gras. Hm. Können sie nicht genug von kriegen. Hör auf, rumzuschreien. Wer? Also nicht ich? Nein, die Spinne. Okay. Natürlich du! Nein, ich meine die Spinne. Ich wollte dich bloß verwirren. Ah ja. Hat anscheinend gut funktioniert. Nee. Fand ich schon. Nein, bau keine Falle. Okay, ich nehme alles zurück. Die Spinnen greifen doch an, wenn sie einen zu nahe kommen. Und ich habe aus irgendwelchen unempfindlichen Gründen eine Falle gebaut. Oh. Also wie ich mit der zweiten Schaufel, die ich so nichts brauche im Moment. Ja, ich weiß. Ich kann ja wieder Erde in diese Maschine reinpacken, das geht ja ganz gut. Kann man Kot verbrennen? Du kannst Kot echt als Dingens benutzen, als... Brennstoff? Ja, als Brennstoff. Und? Brennt es gut? Weiß ich nicht, ich hab's nicht probiert, weil ich es einfach nicht machen wollte. Sag jetzt nicht, es brennt scheiße. Wenn ich's reintun würde, schon. Ich brauche erstmal wieder neues Gras ein bisschen. Einfach ein bisschen Gras sammeln gehen. Das ist ja nicht so kompliziert. Gras kann man immer gebrauchen. Klar. Ich überlege gerade, wann ich wieder nach Hause zurückrenne. Ich werde mir jetzt erstmal schön hier was bauen. Das kannst du tun. Ich renne jetzt erstmal hier geradeaus runter. Tralalalala, tralala, tralala, tralalalala. Das war der Miner-Head. Yay. Aber die Viecher sind doch hell.
Die verdammten Bisons sind aber auch nicht alleine irgendwie. Der hält ja gar nicht ewig. Was, der meiner hält, hält nicht ewig? Nee. Der hat bloß eine begrenzte Lebensdauer. Aber der ist vielleicht auch als Schutz gedacht. Naja. Der ging aber eben schnell runter. Toll. Ach, ist er komplett. Ich dachte, der hält jetzt ewig. Ach, ist er komplett weg schon, oder was? Nee, der hat aber schon 3% verloren und ich hatte ihm wirklich bloß ein paar Sekunden auf. Dann ist der meiner Helm vielleicht so ähnlich wie eine Fackel, einfach bloß. Ja, wahrscheinlich. Er war aber ziemlich hell, muss man sagen. Da haben sie sich wohl verarscht. Oh ja, das haben sie. Ja, dann grab ich hier einfach Löcher. Ich buddle. Patrick, was machst du da? Buddeln. Kennst du das noch? Ja. Eigentlich ist Erde super, also dieser Torf. Hm. Der bringt 20 Wissenschaftspunkte und... Du musst halt dafür nichts tun. Ja, im Prinzip wirklich gar nichts. Viel von der Schaufel verbraucht er auch nicht. Das hört sich doch positiv an. Hoffentlich übersteuert das Mikrofon nicht. Oh ja. Na, selbst wenn, ist es an der Stelle nicht so schlimm. Ach ja. Für mich nicht. Ich sitze ja hier. Und renne. Durch die Welt. Und hab Hunger, merke ich gerade. Oh, schon wieder. Hm. Und da wird es auch schon wieder dunkel. Oh, cooler Hash. Ah, Milk, Egg, Bacon. Wunderschön, wunderschön. Essen funktioniert auf jeden Fall. Das könnte ich ja mal ausprobieren, ob man Gräber ausgraben kann. Das geht nicht, das habe ich glaube ich schon mal probiert. Ich probiere es einfach mal. Um dich... auszustechen. Aha. So. Und... Den Boden kann man auch wieder auf die Erde legen. Okay. Aber ich werde ihn lieber wegforschen lassen. Was habe ich denn hier gefunden? Ein was Stöpsel. Denn? Ich habe Stöpsel gefunden. Okay. Den bräuchte ich jetzt vielleicht für meine Ohren, damit ich dich nicht hören brauche. Froh dich. Was für sinnlose Sachen findet man in meinem Graben? Ach, hast du jetzt auch den Boden umgegraben, oder wie? Nein, kein Boden. Was dann? Na, einfach nur Gräber ausgegraben. Ich habe einen Spielzeugroboter gefunden. Wo hast du gegraben? Nein, Gräbern. Ah, okay. Also kann man sie doch ausgraben. Ah. Und wenn man Gräber mit Grabsteinen ausgräbt, dann kommen Geister. Ja. Ah, die sind relativ langsam. Mal gucken, was bringt es, gegen die zu kämpfen. So, ich habe jetzt 30 von diesen Torfdingern reingehauen und 788 Punkte. Yay. Okay, die Geister sind nicht schnell, aber man kann die auch nicht angreifen. Jetzt frage ich mich nur, was man mit diesen Sachen machen kann, die man findet. In den Gräbern. Hier, ein Zelt kann man bauen. Change your skin. Das weiß ich, dass man ein Zelt bauen kann. Das hätte ich dir auch sagen können. Okay. Gucken, was es in dem Grab hier gibt. Okay, das finde ich... Oh, ich habe ja fast alles erforscht. Jetzt, okay, das ist extrem geil, was ich gerade gefunden habe. Was denn? Du kennst doch die Amuletten, die man erforschen kann. Habe ich gerade erstmal eins von gefunden. Oh. Das beschützt einen doch, glaube ich, vor einmal sterben, oder? Hoffe ich doch. Wäre ganz gut, weil ich habe kaum was zu essen. Okay, dann verzehre ich jetzt einmal Honig. Ach, dann mache ich mich jetzt erstmal zurück zum... Dingens. Gleich heißt es erstmal noch mehr Zeug holen wegen Forschung und so, damit ich mal alles freigeschaltet habe. Ja. Es gibt, glaube ich, auch Punkte am Ende, oder? Wenn man mal stirbt. Hm, da gibt es Experience Points. Also entweder, ich weiß nicht, aber wofür es die gibt. Ja, einmal für die Tage und ich glaube auch für die Forschung.